Sie begrüßen und im Namen der anderen Vorstandsmitglieder des Reitervereins, die hier auch sind und ganz viel mitarbeiten, das ist Julia Becker, das ist Fritz Kreis und Robert Höhlke. Wir sechs begrüßen euch alle nochmal ganz, ganz herzlich zum Turnier der Sieger 2017. Alle Reiter, alle Sponsoren und alle, die dabei sind, dieses Turnier zu, hoffentlich zu einem Erfolg zu machen. Ich glaube, das muss auch sein. Und zwar, mir hat es heute Abend gut geschmeckt. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja. Es gibt ja so einen Spruch, man soll den Koch nicht vor dem Nachtisch loben. Darum müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Aber was wir schon können, ist ein bisschen Dank sagen. Und zwar an eine Frau, die uns über viele Jahre hier begleitet hat. Wir sind mit dem Friedensreiterfest seit fast 30 Jahren hier im Möbelblick. Wir sind seit 18 Jahren geführt und geleitet von Frau Kampe als, Bankettmanagerin. 18 Jahre hat sie das toll gemacht und hier 250 Leute fast gleichzeitig mit Essen zu versorgen und die Teller auch wieder wegzubekommen, das zu machen, ist nicht so ganz einfach. Und darum, weil ich das weiß, wie schwer das ist und weil sie es so toll gemacht hat und weil sie jetzt leider nach 18 Jahren das Möbelblick verlässt und nach Leipzig geht, möchte ich doch die Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen, Frau, ganz, ganz, ganz herzlich zu danken. Wenn Sie einmal zu mir kommen, dann kriegen Sie auch einen. Ganz herzlichen Dank, das ist immer toll. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Können Sie mal vor die Bühne kommen hier? Ja. Sie werden mir fehlen. Aber es gibt hier einige Leute, die auch in Leipzig zu tun haben, also wird es vielleicht die Möglichkeiten geben, das nochmal wieder zu machen. Ich möchte noch eine weitere Gelegenheit des Dankes eben loswerden. Das ist, weil wir zusammen sind, ich meine, es ist sehr wichtig, wir haben, Michael Klinke hat es schon gesagt, so ungeheuer viele engagierte Mitarbeiter über viele, viele Jahre sich wirklich Gedanken machen, planen, tun und machen, ihre Urlaubszeiten regeln. Und ich möchte doch einigen Leuten eben Dank sagen. Damit ist nicht jetzt gesagt, dass die anderen, die ich nicht erwähne, nicht genauso in meinem Herzen sich bewegen. Aber ein paar möchte ich doch einmal herausstellen. Das ist das Erste, der Name ist eben gefallen, Lars Stofer. Das ist der Chefmanager für die Technik und für die Aufbauten. Lars in seiner Mannschaft, ohne diesen Mann, der seit 40 Jahren, glaube ich schon, als 12-Jähriger angefangen hat, beim Turnier dabei zu sein, würde das in dieser Form hier nicht ablaufen. Und darum, Lars Stofer, einmal aufstehen. Dann zwei Damen, die sich in den letzten Jahren ganz toll für die Dressur eingesetzt haben, die heute nicht so vertreten sind, weil die Dressur gestern war und wieder morgen und übermorgen. Das ist Frau Hölscher und Frau Esing, die zusammen mit Robert Höhlke die Dressur so toll abwickeln. Auch Ihnen beiden einen ganz, ganz herzlichen Dank. Was uns am Herzen liegt, ist die Betreuung von Reitern, die Betreuung von Gästen. Und da sind wir mit Monika van Endert und Helmut Horstmann, der die Teilnehmer betreut, so toll aufgestellt. Euch beiden einen herzlichen Dank. Ohne euch wäre das nicht so. Was nicht immer so beim Turnier rauskommt, aber ganz wichtig ist, ist die Betreuung der Presse. Das ist Claudia Hoffmann über viele Jahre. Claudia, du machst das super. Die Presseleute sind begeistert, wir sind begeistert. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Dann haben wir eine Dame, das kann ich gar nicht so sagen, das ist die Allzweckwaffe oder die Allroundwaffe von Wolfgang Hölker, Frau Bille. Die tausend Sachen macht, die das Kinderfahrerlied organisiert, die Werbung immer da ist. Frau Billert, herzlichen Dank, Sie machen das super. Jetzt sehen Sie mich hier mit vier rechten Händen oder zwei. Das ist meine beiden rechten Hände, Frau Bochmann und Herr Kückmann.
20 auf mich aufpassen und nochmals auch an diese beiden meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne diese Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, die aber alle auch Mitarbeiter haben, die wirklich mit Begeisterung dabei sind, würde das nicht so laufen können, wie es läuft. Und darum bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es euch und sie gibt. Und solange wir es gemeinsam machen wollen, wird es auch, glaube ich, uns allen Spaß machen und hoffentlich auch erfolgreich sein. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir hier stehen. Das ist der Friedensalterpreis. Diesen Preis gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Der Westfälische Reiterverein hat diesen Preis gegründet oder gestiftet. Und Persönlichkeiten, die sich ganz besonders in ihrem Leben über viele Jahre über das normale Maß heraus, was viele tun, eingesetzt haben für den Reitsport, für das Ansehen des Reitsports, für viele Dinge, die mit dem Pferd zu tun haben. Um diese Menschen zu ehren, haben wir diesen Preis gestiftet. Und wir haben jetzt mehr als 30 Jahre hervorragende Persönlichkeiten gefunden, die diesen Preis verdient haben und bekommen haben. Dieser Preis ist eine Replika einer Figur, die, glaube ich, im Münsterischen Rathaus steht. Das ist der sogenannte Friedensreiter. Das waren früher die Menschen, die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, der Friede ist hier gestiftet worden, 1648, hier in Münster und in Osnabrück. Und diese Friedensreiter waren die, die die Botschaft dieses Friedensschlusses in die Welt getragen haben. Was heute Fernsehen, Internet, Facebook und Twitter ist, waren diese Menschen, die vielfältig in die Welt geritten sind, um die Botschaft des Friedens nach diesem 30-jährigen Krieg zu vermitteln. Und dieser 30-jährige Krieg, das habe ich immer gesagt, war einer der schlimmsten Kriege, den wir in der Welt hatten. Deutschland war danach fast menschenleer und es war einer der grausamsten Kriege. Und der Friede hier in Münster war die Basis für Verhandlungen. Es war nicht so, dass danach die Welt kriegsfrei war, aber es war ein Einschnitt in die Geschichte, in die Positionierung der Welt, und Holland ist hier gegründet worden, die Schweiz hat hier ihre Basis. Weil dieser 30-jährige Krieg, beziehungsweise der Friedensschluss hier im Westfälischen Frieden im Rathaus bei Nassig. Diese Figur ist jetzt der Preis. Wenn ich mal zurückblicke, um einige Namen zu nennen, nicht so viele, wir haben über 30 Jahre da, aber die, die jetzt entweder heute hier sind, die Turnier besonders verbunden sind, oder wo es das eine oder andere zu sagen gibt, möchte ich einfach Namen eben nennen. Der erste war damals Dr. Rainer Klinke, die Vertreter und die Familie, der große Reitsport, der Mann des Tourensportes in der Welt, der Ehrenbürgerstadt Münster ist und der erste Träger war. Klaus Balkenhol, den wir alle kennen. Isabel Wehrt, die gestern geritten hat und morgen und übermorgen wieder hier, die Grand Dame des Tourensports, die wieder als Goldmedaillengewinnerin auch für die nächsten Jahre wahrscheinlich die Dressurwelt prägen wird und wo wir sehr stolz sind, dass sie hier in Münster wieder auf dem Turnier dabei ist. Bei den Springreitern, Hans-Günther Winkler, selbstverständlich ein Preisträger, 91 Jahre alt geworden, voriges Jahr war er noch hier, jetzt wäre er gerne gekommen, aber in dem Alter würden wir ihn grüßen und hoffen, dass er vielleicht zum 92. kommt, vielleicht wird es ja klappen. Ludger Beerbaum, einer der großen Leute des Springsports, hat heute Morgen geritten, ist Sonntag wieder hier, ist im Moment auf einem anderen Turnier unterwegs, aber immer ein großer Freund von Münster und wir freuen uns, dass er Sonntag dabei ist. Meredith Michaels Beerbaum, die sitzt hier mit Mann und Kind und wir freuen uns sehr, dass sie mir heute mal gesagt hat, Münster wäre doch fast ihr Lieblingsturnier. Und Meredith, du bist ein Leben lang hier willkommen und ich freue mich jedes Mal, wenn du hier in Münster bist. Von den vielen Vielseitigkeitsreitern, die auch in Deutschland und die Welt geprägt haben, Inge Klinke, die ist heute Abend nicht hier, aber die Familie ist hier und Inge hat voriges Jahr den Friedensreiterpreis gewonnen. Von den Trainern haben wir Herbert Meyer hier, der Goldschmied, der viele Goldmedaillen bei Olympischen Spielen mit der Mannschaft geprägt hat, und Otto Becker, sein Nachfolger. Und wir wünschen dir mit deiner Mannschaft in 14 Tagen bei der EM in Schweden alles, alles Gute. Aber du hast eine tolle junge Mannschaft und das wird schon hinhauen. Wir haben daneben sitzen Breitograf zu Ranzau, der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, der sehr, sehr sich eingesetzt hat für den Reitsport in Deutschland, für die vielen Probleme, die zu lösen sind und der
mein ganzes Gewicht, was immer, das ist mein Schwager, darum darf ich sagen, was durchaus da ist, das Gewicht in die Waagschale wirft, um die deutsche Position im Reitsport gut zu vertreten. Ich begrüße die Mitarbeiter des WDR. Der WDR hat den Preis auch mal gewonnen und das passt eben zum Friedensreiterpreis, weil das ist der, wir brauchen ja die Menschen, die den Sport nach draußen tragen. Und der WDR als Sendeanstalt, die wirklich den Reitsport nach wie vor mit großer Begeisterung unterstützt. Wir freuen uns, dass Sie wieder in Münster sind, dass wir Live-Übertragung morgen haben und am Sonntag. Herzlich willkommen unter gute Zusammenarbeit und hoffentlich, dass das noch viele Jahre so positiv läuft. Herzlichen Dank. Zwei, die hier sind, Olaf Petersen als genialer Parcoursbauer, der die Arbeit jetzt an seinen Sohn delegiert hat, der auch Olaf heißt. Also wenn Sie glauben, dass der Olaf mit 80 Jahren noch arbeitet, dann ist es jetzt der Sohn mit 40. Und dann haben wir Ulrich Meyer zu wechseln, der mit seiner Frau ein tolles Turnier macht, die German Friendships, eine Turnierveranstaltung, wo ganz viele Nationen junger Leute zusammenkommen. Im Grunde das Beste, was man sich unter Sport vorstellen kann, junge Leute im Wettkampf zusammenzukommen und freundschaftlich miteinander kämpfen. Und das macht Uli seit vielen Jahren, alle zwei Jahre mit einem tollen Turnier und darum mit Recht ein Friedensreiterpreisträger, der den Preis wirklich verdient hat. Uli, ich sehe dich hier sitzen. Ja, dann denken wir heute natürlich auch noch an einen besonders, Baron Heeremann, der sich auch für den Reitsport, für die Verbände, für die Zucht toll eingesetzt hat. Ein großer Mann, wir haben es mitbekommen, er ist vor einigen Tagen verstorben. Wir haben ihn letzte Woche zu Grabe getragen und ich glaube, es ist sicherlich auch der richtige Moment, auch an ihn nochmal zu denken und ihm zu danken für die tolle Leistung. Dass er nicht dabei sein kann heute Abend, ist sehr schade. Wir denken an ihn und wir werden sein Andenken wirklich in Ehren halten. Ja, wer ist nun der Friedensreiterpreisträger 2017? Das ist ein Mann, der in den fast 50 Jahren die ganze Bandbreite der reitsportlichen und hippologischen Tätigkeiten intensiv und äußerst erfolgreich und zeitensetzend geprägt hat. Sport selbst, der Springsport, die Zucht, die Vermarktung, die Turnierveranstaltung, das Senatentum, in all diesen Feldern ist er tätig gewesen und in all diesen Feldern mit höchstem Ehrgeiz, mit Konzentration, mit Zielstrebigkeit und auch mit der Bereitschaft, mit hohen finanziellen Mitteln hat er diese Felder entwickelt und hat sie in Dimensionen entwickelt, die bis dahin ja eigentlich unbekannt waren. Das war ihm alles aber nicht in die Wiege gelegt. Die Basis war die Landwirtschaft seiner Eltern. Das sind die, ist die Familie. Und wenn man das so sieht, dann ist das, was hinterher rausgekommen ist, der Begriff Self-Made Man, eigentlich ein Begriff, der treffender nicht sein könnte. Das erste Geld hat er verdient, als Gerüchte und Geschichten, aber da sind wir auch dran, mit dem Verkauf von gebrauchten Schulbüchern. Danach, das ist wirklich so, weil ich gar nicht genau weiß, was ist, der Verkauf von gebrauchten Hühnern, das war ja nicht dagegen, so üblich. Danach hat er Diskotheken betrieben und wenn sie richtig voll waren, auch verkauft. Also er war auf allen Feldern außerordentlich kreativ. Das Studium der Betriebswirtschaft, das habe ich total miterlebt, hat er nach zwei Semestern erfolgreich abgeschlossen. Wirklich erfolgreich abgeschlossen, weil er sicher war, was nicht normal ist, dass das, was er in den nächsten Semester von 8 bis 10 Jahren hätte lernen können, für ihn absolut unbrauchbar war. Er hatte nach zwei Semestern alles das gelernt, was er brauchte. Erlebt als Pfleger seines älteren Bruders. Das erste Mal im großen Sport bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Und das hat ihn sicherlich auch ein bisschen angestachelt. Der Ehrgeiz war da, ihm das möglichst gleich zu tun. Und dann hat er in kürzester Zeit alles das nachgeholt, sich selbst beigebracht, wozu andere Jahrzehnte brauchen. Die Entwicklung von 0 auf 100 war so, dass er 4 Jahre später Olympische Spiele in München schon die heiße Diskussion war wegen der Teilnahme und das alles in einer Zeitspanne von weniger als 4 Jahren. Diese ja,
autodidaktischen Spitzenleistung, bedingte aber auch durchaus, das war ganz normal in der damaligen Zeit, unkonventionelle Bilder. Autodidakten sind ja immer ein bisschen speziell. Unkonventionelle Methoden. Das war natürlich in der super konservativen Verbandsführung der Zeit damals schon sehr schwierig. Wie Linde gesagt hat, dass es für große Unruhe und Unverständnis gesorgt. Und dass die 68er Jahre in der Politik waren, das waren eigentlich die 72er Jahre in der Sportorganisation. So war die Diskussion über Durchlässigkeit, Toleranz, Demokratisierung, Möglichkeit junger Leute in den Sport zu kommen, ganz, ganz hart diskutiert wurde, und der Preisträger war einer der Haupttreiber, der dazu geführt hat, dass wir hinterher zu einer modernen Verbandspolitik gekommen sind. Weil ihre Frau weiß, wie schwierig das ist, das alles so schön zu formulieren, wie ich das jetzt so formulieren kann. Die Liste seiner sportlichen Erfolge in der Karriere ist fantastisch, die ist ellenlang und zum Teil auch einzigartig. Er ist dreimal Europameister hintereinander mit seinem Geister. Er war sechsmal deutscher Meister. Dreimal hat er gewonnen den großen Weißen Adler. Drei Siege im Hamburg im Hickster Derby. Olympia Silber, Bronze in Montreal und Los Angeles. Also hoch erfolgreich. Und dann kam dazu, das darf man auch, das ist auch sehr wichtig, parallel und auch nach der Karriereende, die Betreuung, das Management und die Berichtmachung von so tollen Reitern wie Ludger Beerbaum, Franke Slotag und Otto Becker, die ihre Erfolge sicherlich ohne diese Unterstützung des Preisträgers nicht in der Form hätten erreichen können. Seine wirtschaftliche und kaufmännische Umtriebigkeit hat sich dann auch verlegt auf die Zucht und auf die Vermarktung von Spitzenpferden. Die Option PSC, Performance Sales International, in Zusammenarbeit mit seinem Freund Ulrich Kasselmann, entwickelte sich als Option mit Millionenumsätzen zu einem pferdesportlichen Highlight, aber auch zu einem pferdewirtschaftlichen Highlight. Auch das hat sich voll entwickelt. Die Erstellung des Zuchtbetriebes in Lebens sprengt eigentlich alle bisher bekannten Dimensionen in Bezug auf Anzahl von Stuten und Fohlen, aber auch im Hinblick auf konzeptionelle und wissenschaftliche Begleitung von Zuchtentwicklungen und Prägung. Und jetzt in den letzten Jahren mit außerordentlich großen Erfolgen, gerade gehört, dass unter den besten 12 des schweren Brücken-Heutmann-Turnier 5 oder 6 Pferde aus der Zucht des Preisträgers kommen. Heute war natürlich der Sieger. Die Organisation, die Durchführung, Finanzierung von Veranstaltungen überlässt er auch nicht anderen oder dem Zufall, sondern er prägt sie mit. Die Turniere in Hamburg, das Derby, Leipzig, das Weltcup-Turnier, Berlin, München, Paderborn, Frankfurt, einige andere Turniere noch, die Entwicklung und Durchführung der Reiterstour sind ohne ihn als entweder Alleinverantwortlicher oder als Partner der Unternehmens, die das machen, nicht denkbar. Und wenn dann noch in olympischen oder vorolympischen Jahren Länder wie Korea, Japan oder die Emirate, ich weiß nicht mehr genau, Bedarf an guten Pferden, die Olympia oder an Trainings- und Wettbewerbsunterstützung haben, dann trifft sich das sportliche Interesse von ihm, wie das wirtschaftliche, sehr wohl, wobei alle, da muss ich sagen, alle Beteiligten sicher sein können, dass sie gut bedient werden. Denn eins ist sicher, da habe ich schon ein kleines Resümee ziehen. Ich kenne diesen Preisträger seit 50 Jahren. Ich kann aus Freundschaft und voller Überzeugung sagen, auf das Wort dieses Mannes kann man sich verlassen. Wenn er Ja sagt, sagt er Ja. Wenn er Nein sagt, sagt er Nein. Was er verspricht, hält er. Wenn er Unterstützung und Hilfe anbietet, dann kann man sich darauf verlassen. Praktiken angesetzt worden, die hypologisch sehr wohl diskutabel sind. Vor allem auch in einer emotional
überhitzten Öffentlichkeit zu Kritik geführt haben. Die sogenannte Bar-Affäre 1990 hat zu einem großen Vertrauensverlust damals in den Sport und auch in seine Persönlichkeit geführt. Aber wie jede Krise bot auch diese Krise die Möglichkeit, die dann noch genutzt wurde, Konsequenzen zu ziehen, neue Regeln aufzustellen, Kontrollmechanismen zu installieren, die uns nun in die Lage versetzen, den Anfeindungen, die wir durchaus haben, aus der Ecke der, ich meine, weltfremden, selbsternannten Pferdezüchter oder Tierzüchter mit Fug und Recht entgegenzutreten. Der Preisträger hat darunter persönlich gelitten, das weiß ich, und er hat auch gebüßt. Aber was wären wir für Menschen, wenn wir nicht nach fast 30 Jahren vergeben und vergessen können? Wie gesagt, ich kenne diesen Mann nun seit 50 Jahren, ehrgeizig, konzentriert, zielstrebig und zum Teil emotionslos wie ein Eisberg. Und dann kam Totilas, ein Pferd von einem anderen Stern, ein Bewegungswunder, der die Massen bewegte und der selbst uns Springreiter dazu gebracht hat, uns das Dressurbrücken anzuschauen. Was dieser Hengst mit dem Preisträger angestellt hat, zeigt, dass dieser vermeintliche Eisberg doch auch Träume und Emotionen hat. Auch wenn die Wünsche in Verbindung mit dem Hengst nicht als Geschenk an die Öffentlichkeit nicht ganz in Erfüllung gegangen sind, zeigt es auch exemplarisch, dass dieser Mann dem Sport, dem er so gut zu verdanken hat, etwas zurückgeben will, in Form von Engagement und Mäzenatentum. Wir alle wissen, das weiß ich, dass hinter jedem starken Mann mindestens eine genauso starke Frau steht. Und diese Frau ist Bettina seit ca. 20 Jahren. Wir können es alle sehen, Sie haben die Bilder verfolgt, durch diese starke, wichtige Frau ist der Preisträger nicht nur weißer, sondern auch weiser geworden. Wenn wir heute, als braucht es noch einen letzten Beweis, auf die Nennliste der deutschen Springmeisterschaft, der Springmannschaft für die Europameisterschaft in Schweden schauen, dann sehen wir als eine von den Vieren eine junge, hochtalentierte Reiterin, die wir eben hier gesehen haben, den Shootingstar des Springsports, Laura Klapphage, und sie reitet ein vom Preisträger unterstütztes zur Verfügung gestelltes Pferd, und sie ist wiederum eine junge Frau, die von Paul unterstützt wird. Alle diese Aktivitäten, die Erfolge, die Unterstützung von Veranstaltungen, das sichtbare und aber auch unsichtbare Engagement für Reiterinnen und Reiter sind außergewöhnlich und preiswürdig. Aus diesem Grunde verleiht der Europäische Reiterverein von 1835 den Friedensreiterpreis von 2017 an Paul Schockemühle. Wow. Ja.
mit dir sogar gewonnen. Also nochmal, ich will Sie nicht so lange aufhalten. Es ist ein sehr schöner Abend hier. Es ehrt mich. Wir sind hier zusammengekommen, um ein schönes Turnier zu haben. Ich bin auch deswegen sehr zufrieden mit diesem Preis und auch glücklich, weil ich weiß, dass hier in Münster ehrenamtlich ein Turnier entsteht und entstanden ist, das große Tradition hat. Für mich als kleines Kind wollte ich da schon mal dran teilnehmen, konnte mir das früher nicht leisten. Als ich dann mein Pferd ans Flug verkauft hatte, dann ging das nachher jemand besser. Aber eine lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank. Ich gehöre eigentlich zu Ihnen, denn ich komme aus dem Oldenburger Münsterland. Und ich bin jetzt froh und hoffe und glaube, einer von euch zu sein. Vielen Dank.